Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir geholfen, dass das Piratenschiff abhebt. Nur um dann in den nächsten Turm reinzukrachen. Sehr amüsant. Ich bin jetzt hier am Lagebildschirm, bin wieder auf dem Weg zu Bunker Hill, wo wir den alten Preston reden sollen. Hallo? Ich bin allein hier. Selbstständig, Mit was? Piper. Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Wow, ja. Da mag jemand keine Besucher. Wow, ja. Als ich das erste Mal hier hingekommen bin, mich niemand begrüßt. So, ich bin noch mal kurz Vielleicht in werde meine ich dein Basis Messer reingegangen. oder mache eine Hab. Scharfschützenausbildung. Wo Du ist der wirst hin da? sehen, ich bin sehr hartnäckig. Was willst du von mir? Kennen wir uns? Nein, aber ich habe von dir gehört. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Ich lebe für die Gefahr. Wo muss ich unterschreiben? Mir gefällt dein Eifer. Er klingt Ich so bin in der Nähe von desinteressiert. Albert Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Noch Jack eine neue Abbott. Mission, ne? Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Natürlich. Sonderlieferung. Von So, dem jetzt Ort ist. könnte man Bleib auf sich den recht gut sehen, Straßen, oder? dann ist deine Überlebenschance größer. Erstmal muss ich mich umziehen. Ich habe extra hier so Charisma-Klamotten wieder genommen. Reginalds Outfit, Schmalzrocken, Locken, Perücke und die Muschelbrille, was meine Charisma ein bisschen hoch pusht auf 9 und somit die Ladenpreise ein bisschen hoch. Runterschraubt. Mit dem Schutz der Leute kann man viele Kronkorken verdienen. Lucas, du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu Wenn du auch schützen. dieses Black Dieser Ops Rat Teil ist verkaufst kostenlos. gerne, dann hat 29 Verteidigung gegeben, Ja, hallo? ich schaue es mir an. Wie Meine Preise verkaufst sind. gerne. Aber jetzt sind die Preise besser. So, das ist zum Beispiel wieder Kacke. Ich will die eine wieder haben. So, ich warte jetzt hier. Wo ist die eine Olle? Bei der kaufen. So. Wir warten jetzt ein paar Stunden, 4 Stunden. Bis die eine wieder auftaucht, weil ich will die Rüstung haben. Wir noch nicht da, warten wir wieder 3 Stunden. War, glaube ich, nachts so ein bisschen. Da ist sie. Und ich hoffe, die hat immer noch diese Ausrüstung, weil das war richtig krass. Willkommen zurück. Möchtest du handeln? Ja, ich schaue es mir an. Du findest Sehe ich etwa so bestimmt. aus, als würde ich Späße machen hier. Black Ops Brustteil. 29 Verteidigung und 29 Laser Verteidigung. Ja. Ich habe natürlich wieder ein paar Sachen jetzt hier noch mitgenommen, die ich verkaufe gar nicht. Ich hatte noch einen Fatman übrig, den ich doppelt habe. Dann tun wir ein paar Splittergranaten wegballern. Ein paar nur. Ich will ehrlich gesagt mal ein bisschen mehr Spitamin einsetzen. Die habe ich voll oft benutzt in Fallout 3. Aber die beiden Sachen brauchte ich auch nicht mehr. Myelok-Fleisch gibt das fast nicht viel. Und meine ganzen Zigaretten und Vorkriegsgelder. Ich krieg zwar nicht mal annähernd das Geld zurück, aber. Was? Wollte schon sagen. Und dann gibt mir das. Achso, weil ich jetzt wieder Dings hier habe, ne? Black Ops Brustteil. Was hat er, was ich vorher hatte? Der Überlebende Ödländer Brustteil 13. 199 aus. Ja, geil. Das ist wie die Talon Company Klamotte. So. Wenn wir schon mal hier sind, dort ist, glaube ich, noch bessere Sachen hier, ne? Wo sind meine Sachen her? Hier. Was war denn noch so? Entschuldigung? Das meiste hier habe ich selbst repariert. Aha. Wolltest noch dem Freund Oh, des schon. Ödländers, Du den will ich musst gleich vielleicht vorhaben. helfen.
50% mehr Körperteilschau und bis 10 mm Pistolen. Schaden. Was hat mein Dingens? Mein Erlöser. 43. Aber der Effekt, ne? Wahrscheinlich ist er da nicht vollkommen aufgeballert, aber es sieht so vollkommen aufgeballert aus. Ist selten, kauf mal einfach. So. Schienbeinschoner rechts. Ja, ziehen wir mal die Spendiosen an, Leute. Warte auf. Ja, oh, ich krieg leider das ganze Geld nicht zurück. Wird sich schon gelohnt haben. So. Dann nehmen wir erstmal Brustteil, das mich voll verstärkt. Das gibt sogar auf alle drei Sachen hier. Rechts, rechter Dingens hier, warte. Mit Taschen, legiert, ja, er kann weg jetzt. Sie sieht, das sieht auch so aus schon, wieder mehr verteidigen. Ich meine, die Einsatz sind immer so kleine Sachen, einmal so kurz. Da war es dann. Also so ganz kleine Orte sind die irgendwie so am Schützen. Hm. Wahrnehmung, ja. Da habe ich ihn jetzt noch nicht links. Ich muss noch ein besseres Linksteil. So, okay. Wie sieht meine Verteidigung aus? 122, ja. Ja, sieht schon besser aus. Wahrscheinlich auch voll verbessert hier halt Dingen, was ich gekauft habe. Dann gucken wir mal, Lucas, bei dir noch. Ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Zeig mal, was du so hast. Die eine hat schon viel bessere gehabt. Mantis Armschutz. Beinschiene links, das ist doch das, was ich noch nicht hatte, ne? 8, ja, 8. Beweglichkeit und Wahrnehmung. Die hatte schon bessere Sachen. Oh, kann ich mir nicht leisten. Verdammt. Warum kostet denn das so viel? Okay. So, jetzt sind wir ein bisschen, jetzt sind wir irgendwie lächerlich aus. Eine ist voll dick, das Ding, und dann ist hier so ein kleines. Ich stehe jetzt überhaupt noch. Teilrüstung brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Hey. Du bist es. Nur zu. Ich habe von allem etwas aus. Ich habe ein paar Minuten. Du hast die Kronkorken? Aha. Ja, ich mag dich. Du hast meine Sachen hier verbessert. Ja, du bist nur eine Metallrüstung weg damit. So, jetzt haben wir sehr viel Geld ausgegeben. Hoffentlich auch für was Gutes. Wo ist der Dingens hier? Der beste Freund des Ödländers. Ich habe doch schon einen besten Freund hier als Waffe. Und du bist tot, Ödländer. Boah, guck dir das mal an. Na gucken, probieren wir mal im nächsten Kampf aus. So, mit dem muss ich reden. Der alte Stockton. Grüße, mein Freund. Dürfte ich fragen, ob du vielleicht einen Geigerzähler hättest? Meiner ist in der Werkstatt. Du? Ich hätte mit einer feminineren Person gerechnet. Ich habe hier mal einen weiblichen bei mir. Du gehörst zu unseren gemeinsamen Freunden, nicht wahr? Gehen wir mal davon aus. Natürlich. Du bist neu, oder? Du musst nur wissen, dass das hier der erste Halt für alle neuen Pakete ist. Also ist es wichtig, dass hier alles sicher abläuft und es keine unnötigen Verzögerungen gibt. Ein Händler muss seine Ware immer effizient weiterleiten.
Wir möchten ja unterwegs keine Zwischenstopps verpassen, nicht wahr? Ganz genau. Mein aktuelles Paket ist jetzt schon deutlich zu lange in meinem Besitz. Ich soll das Paket an einem Ort in der Nähe abliefern. Aber Raider verkomplizieren die Angelegenheit. Wenn mich mein Weg dahin führt. Den reibungslosen Ablauf einer Lieferung garantieren? Kein Problem. Wir sollen nachts liefern. Wir treffen uns also nach Sonnenuntergang, sobald du die unerwünschten Elemente beseitigt hast. Okay. Zwinker, Zwinker. Ja, dann werden wir erstmal den Rest des Orts hier plündern. Ist er nicht hoch? Nein, okay. Das hat ja auch eine Siedlung, die ich machen kann. Ich bin versucht, zur Railroad zu gehen bei all diesem Scheiß. Hey, du! Bring meinen trotteligen Sohn mal zur Vernunft. Zur Railroad zu gehen, bringt nur Ärger. Du? Kann ich mit dir sprechen? Ach so. Das ist die Railroad. Es ist immer gut, Leuten zu helfen. Leuten helfe ich gerne. Zins aber nicht. Ich helfe dir doch nur grantigen alten Karawanenarbeitern dabei, vom Fusel blind zu werden. Wenigstens kämpft die Railroad gegen das Institut. Und warum sollte man Zins nicht retten? Da kannst du auch gleich der Gesellschaft zum Schutz der Todeskrallen beitreten. Was hat das Institut dir getan? Gary. Der ist... Gary. War einer von Crickets Söldnern. Er war unterwegs und als er zurückkam, war seine Frau verschwunden. Ja, das Institut entführt also Leute. Ich sag nicht, dass es mir gefällt. Aber die Welt ist halt gefährlich. Es ist nicht... Zins retten zu wollen, klingt für mich edel. Ich bin nicht der Einzige, Dad. Es reicht. Wir haben Gäste. Lust auf einen kurzen Drink? Hey, Sir Voldy, hast du heute was Gutes für mich? Piper, du hast vielleicht Nerven, hier aufzukreuzen. Joe, du verletzt mich. Hast du etwa gelernt, meinem Charme zu widerstehen? Ich weiß nicht. Willst du endlich für Drinks bezahlen? Joe, versau's nicht. Bitte. Okay. Kann ja sowieso nichts mitnehmen. Doch, ich kann mal mitnehmen. Oh, oh, oh. Nehme ich direkt mit. Wir sind nicht geklaut. Gut, Raid erledigen. Juhey. Wahrscheinlich 5-6. Wo ist so eine Wasserpumpe? Also vielleicht ist hier doch eine Siedlung. Vielleicht wird hier irgendwann eine Siedlung draus gemacht. Was ist denn da drinne? Ach, da ist die Mitte hier. Was? Oh, hier drinne. Ja, weil es doch bestimmt hier oben. Oh, war der Turm echt so hoch? Ja. Ja, das geht hier verdammt hoch. Für ein Magazin, sehr gut. Leben und Lieben. Es dauert 25% mehr EP für das Überreden von Männern. Boah. Aber überreden schaffe ich nicht. Das klappt bei mir nie. Nie, sage ich euch. Nie. Wenn ihr mir nicht irgendwie so was geben, was mir die Wahrscheinlichkeit erhöht, Männer zu überreden. Schlecht auf den brennende Kotze. Was? Na, warte mal hier noch. Hi, na. Okay. Machen wir weiter.
mit Raider killen. Sogar nicht so weit. Nicht sehr gut. Ja, wahrscheinlich noch öfter hier vorbeikommen. Los Terminal. Ja, geh mal hier raus. Wo weiß er? Hier ist eine Werkstatt. Geil, da kann man eine Siedlung machen. Hallo. Okay. Ich kenne dich noch nicht. Wenn du einen Arzt brauchst, bist du bei mir richtig. Ich bräuchte ein paar Vorräte. Mal sehen, was ich entbehre. Ups, da. Mal Säure zum Mitnehmen, okay. Und hier, da, mein Gott. Die ganze Zeit den Ausgang gesucht. Hören wir mal diese Waffe aus. Ja, jetzt komme ich da nicht vorbei. Ah, jetzt muss ich hier rumlaufen. Eine Automatikpistole. Also viele Kugeln sind im Magazin. So, hier in der Nähe sind Raider. Ehrlich, könnt ihr eigentlich überhaupt nicht auf euch aufpassen. Nachtsicht. Nachtsicht oder Wärmesuchende? Oh, geil. Der hat schon Schaden, was? Da ist nichts mehr. Hey, sie sind hier! Damit tut sich meinen Schaden jetzt deutlich reduzieren. Sind wir. Ei! Ist nicht mein erstes Feuergefecht, du Penner! Denkst du, meinst nicht, oder was? Vielleicht mein Dings raus von meiner Axt. Dir! Uff! Ich werde geheilt. Uff. Das bin nicht ich. Legendärer wieder, ehrlich. Ich war irgendwo vorbeikommen, ohne dass ich direkt. Oh, die Bruderschaft. Von wie gerufen? Ihr könnt echt nicht fliegen. Aber vielleicht war es so geplant. Oh Mann. Mein Gott, das ist ja alles. Hier ist eins der Dinge, was ich hier bis jetzt fliegen gesehen habe. Immer irgendwo gegengeflogen, auf volle Möhre in den Boden rein. Oh, ihr seid echt. Ich meine, wie kann man nur so oft. Hier ist irgendwo einer. Da. Hi, komm her. Hey, da draußen ist was. Versuch mal, mich zu erreichen. Den haben wir es
Zeit. So. Dich habe ich fast vergessen. Regionalbüro. Wo ist das Schiff eigentlich? War das nicht irgendwo in der Nähe? Mein Gott, was ist denn das hier so orange? Und hier noch. Ach, hi, wie nett. Uah. Ja, ich glaube, ich habe schon ein bisschen weniger Schaden bekommen, aber ich habe bis jetzt noch nicht gegen legendäres Viech gekämpft. Ich glaube, ich kann mein Inventar erstmal wieder leeren nach diesem Part. Nicht irgendwie Dingens herstellen. Wir brauchen, glaube ich, Blutpakete und so, ne? Und irgendwelche Fasern, glaube ich. Nicht Fasern. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das immer. Ja, ich brauche Stahl. So, wo ist es jetzt? Könnte ich auch die Power-Rüstungen plündern, wenn so ein Bruderschaft-Typ verrecken würde? Vor mir. Wo ist Piper? Mal da. Boah. Ach, da bist du. Hast du gerade geschaukelt? Ehrlich? Warum liegen hier überall Waffen? Mass Chemical. Alles Ort, wo ich noch rein muss. Oh, hi! Jetzt war's noch schillig. Aua! Da bist du. Oh, ich habe echt gerechnet. Du triffst, danke. Spürst du das? Das nennt man Angst. Spürst du das? Das nennt man Schmerz. Okay. Jetzt hier nachts war. Ah, da ist er ja schon. Hi. Die Luft ist rein, denke ich. Das hier ist H222. H2, das ist der Mensch, von dem ich dir erzählt habe. Ah. Schön, dich kennenzulernen, H2. Noch ein Mensch, der sich tatsächlich freut, mich zu treffen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Denk dran, was ich dir gesagt habe, H2. Ich werfe das Signal an. Und Piper ist natürlich wieder nicht da. Wo ist er? Hey. Erledigt. Ich gehe dann mal. Pass auf H2 auf. In Kürze wird jemand kommen. Okay. Hey, H2.
Es ist wahrscheinlich sicherer, wenn ich nichts sage. Ich will dich keiner weiteren Gefahr aussetzen. Ganz ruhig. Nicht schießen. Professor, richtig? Hab schon von dir gehört. Bist dem Weg der Freiheit gefolgt und hast beim Switchboard aufgeräumt. Freut mich, dich bei uns zu haben. Hast du einen Geigerzähler? Oh, ganz recht. Meiner ist in der Werkstatt. Gut so. Jetzt schauen wir uns mal unseren Freund an. Hey, du, alles in Ordnung? Ein bisschen nervös. Aber es ging mir nie besser. Upsa. Der andere Mann, er hat gesagt, ich soll nicht zu viel reden. Da hat er recht, H2. Du brauchst einen echten Namen und ein neues Gesicht. Aber dazu kommen wir noch. Mir sind noch mehr Raider gefolgt. Wir brauchen wohl noch mehr Hilfe. Welche Art von Hilfe? Wir müssen zum Unterschlupf Ticonderoga. Das ist mein Zuhause. Viele der neuen Synths kommen dort unter, bis wir sie aus dem Commonwealth schmuggeln. Macht ihr dort sonst noch was? Wir kümmern uns hauptsächlich um die Neuankömmlinge. Die haben für gewöhnlich 1000 Fragen, die ich beantworte, so gut ich kann. Und selbst haben wir auch ein paar Fragen über das Institut und so weiter. Ab und an kommen Agenten vorbei, um sich vor den bösen Jungs zu verstecken. Langweilig wird es nie. Ich gehe vor. Ach, wir müssen schon direkt da hinten. Okay. Ja, ich kann noch mal ein paar Sachen ablegen und so. Wo ist Piper schon? Die hockt die ganze Zeit irgendwo. Ich sehe die irgendwie nie. Na gut. Boah, hast du eine geile Waffe. Umgehauen, was? Ergib mich, dann mach ich schnell. Was ist das? Die Wege habe ich vorher an Travis. Das sieht sogar so aus wie der. Wenn ihr H2 wollt, geht ihr erst an mir vorbei. Was? Oh, oh. Oh, hi. Und du wärst Dingens hier. Hi, Rise. Oh, und ich krieg wieder übelst Schaden von irgendwas. Okay, ist gut. Viel Gebrüll, wenig Gehirn, was? Oh, trifft. Oh. Mitten in die Milz rein. War's das? Sind sie weg? Nee, hier sind noch voll viele. Ah! Sind wir alle? Na, ich sehe einen Schuss, aber ich sehe nicht. Ah, ein Geschütz, was? Hey, keine Schimpfworte. Ich habe jetzt nicht getroffen, oder? Das hat er mit seiner Waffe, ne? Alles gut, ah. H2? Wir müssen weiter. Ich aber sagen, den Rest der Mission machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.